Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Part zu Mario & Rabbids Sparks of Hope. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Und damit herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von Mario & Rabbids Sparks of Hope. Ja, beim letzten Mal haben wir richtig stolz Party gefeiert. Ja. Wir haben zum Schluss noch einen Spark freigeschaltet. Ihn hier, Aquaflux. Einfach nur Wasserraserei, konnte man sich ja schon denken, vom Aussehen her. Ja. Und wir haben noch ein bisschen die Insel hier geklärt. Beziehungsweise den Planeten. Aber jetzt momentan können wir hier nichts mehr machen. Wir brauchen ja 15 Sparks, um. 12 Sparks, um hier weiterzukommen. Entschuldigung. Und wir haben 9, wenn ich richtig zähle. Also können wir eh nur weiter. Können ja jederzeit hierhin wieder zurück. Wenn wir 3 neue Sparks haben, kommen wir hierhin zurück und machen noch das mit der Röhre. Aber jetzt fliegen wir in eine neue Welt. Nach Flockenbrocken. Wir befinden uns im Landeanflug auf Flockenbrocken. Nichts wärmt das Herz und weckt die Sinne mehr als seine schneebedeckten Gipfel. Da bin ich anderer Meinung. Und die Becher voller heißer Schokolade, mit denen auf beschwingten Fondue-Partys in freier Natur angestoßen werden kann. Die Atmosphärenscans deuten auf einen Temperatursturz hin. Oh nee. Eine vereiste, finsterzeit verseuchte Einöde. In der Eishöhlen voller Gefahren beim typischen Aufstieg in den schroffen Bergen nur wenig Schutz bieten. Oh nee. Außerdem sind Fondue-Töpfe äußerst schwer zu reinigen und eine der Hauptursachen für schwere Verbrennungen. Nun, im Ernst? Ich weiß schon, wen ich beim jährlichen Retina Rail Rider Snowboard Festival nicht als Begleitung angeben werde. Können wir snowboarden? Wenn ja, wird's cool. Hatten ein paar Schwumms auf den Rücken. Wie stark sind denn die Hasen? Das bestätigt meine Analyse. Dieses Winterwunderland sieht eher aus wie eine Winterwüste. Sieht trotzdem cool aus. In den Bergen ist ein Finsterzeit-Tentakel. Vermutlich der Auslöser dieses unglückbringenden Schneesturms. Eisbärschwimmen! Wow, Eisbärschwimmen! Wo ist der See? Rühr dich nicht vom Fleck, Rabbit Luigi. Oh? Also, es muss hier irgendwo einen Wächter geben, so wie Augie auf Strahlestrand, aber bisher ist keiner in Sicht. Dafür den finden wir schon. Ich kann mit Sicherheit sagen, dass sich in diesem Baum eine Lebensform befindet und es ist keine Finsterzeitkreatur. Oh, ist da direkt ein Spark? Wir sollten trotzdem mal nachsehen. Vielleicht weiß sie ja, wo wir einst diese Outdoor-Saunafässer finden können, von denen ich gehört habe. Ich habe ja auch einen Baum zum Schütteln. Oh, was bist du denn für ein knuffiges Ding? Ein neues Item. Da unten ist auf jeden Fall ein Rabbit. Was bist du denn für ein cooler Spark? Einer, der Sachen explodieren lässt. Decibel! Oh, ihr habt mich gefunden, ich heiße Decibel! Ach, schon gut. Wir können dich sehr gut hören. Entschuldigung, darf ich mit euch kommen? Ich kann nicht gut kämpfen, dafür aber andere Sachen.
Ich habe Schallkräfte, die stark genug sind, um schwere Gegenstände zu bewegen. Oder sogar zu zerstören. Auf Strahlestrand haben wir selbst gesehen, wie nützlich die Fähigkeiten von Spark sind. Allerdings... Das kitzelt! Oh, und jetzt habe ich Schallkräfte! Ah, okay, ist nicht für den Kampf. Die Brücke! Wenn ich sie mit meinen neuen Schallkräften... Entschuldigung, ich rede zu laut. Nochmal. Ja. Die Brücke! Wenn ich sie mit meinen neuen Schallkräften zum Runterklappen bringen kann, ist sie unsere Eintrittskarte zum Berggipfel. Bipos Wellenkraft. Die Wellenkraft von Bipo aktiviert oder zerstört Elemente in der Umgebung der Helden. Drücke ZR, um sie einzusetzen. Ah. Sehr praktisch. Was hast du denn im Angebot? Ja, wir sind Kunden mit einem erlesenen Geschmack. Ja, wir haben haufenweise Münzen. Entschuldigung, dass ich nichts vorgelesen habe. Immunitätszauber und neue Bewegungsradius. Ach, dann kann man sich nochmal bewegen. Okay, wir brauchen 11 Münzen für den Schlüssel hier. Und es gibt zweimal Wissen und einen Sternentrank, den wir auf jeden Fall haben wollen. Der Rest ist Zusatz. Ja komm, dann kaufen wir mal davon 2 und davon 1. Wie sieht denn die Karte hier aus? Sehr interessant. Hier ist auch direkt 2 Herausforderungen neben uns. Überall Quetscher. Ich traue mich nicht mal mit den Füßen aufzutreten, damit mir warm wird. Wenn ihr wenigstens 3 Quetscher erledigen würdet, könntet ihr mir vielleicht einen veganen Chai-Kakao holen. Oh, einen Kakao hätte ich jetzt auch gerne. Okay, 3 von den Gegnern muss ich ausschalten. Ich weiß, wo das Spiel mich hinhaben will. Das heißt nicht, dass ich dem folgen leisten muss, was das Spiel von mir will. Schaffe ich es noch? Schaffe ich es noch? Jawollo. Okay, irgendeine Herausforderung. Eine Münze haben wir ebenfalls schon. Eis kann ich nicht mit der Schallwelle zerstören. Aber die Steine hier. Stimmt, gibt es auch auf dem ersten Planeten Sachen, die ich damit zerstören kann. Okay. Ich sehe ein Rätsel. Das ich mir noch nicht zeigen will. Was für ein hübscher Vogel. So, ich muss 3 Quetscher erledigen. Davon ist hier einer. Kann ich... Nee. So, Wasser wird mir hier wahrscheinlich nichts bringen, ne? Ich frag nur. Taktik-Cam. Empfinde ich gegen Schleim und Schock ist hier unnütz. Okay, dann, wir werden ja hauptsächlich diese Gegner bekämpfen. Kann ich ja zumindest bei Rabbit Mario tatsächlich auf dem Wassertypen gehen. Wenn Elektro je nichts bringt. Das war das Falsche. Ach, und ich muss den noch aufwerten, mache ich nach dem Kampf. Warte mal, so hinstellen, dass ich beide treffe. Dann erhöhe ich den Schaden von allen. Das hätte ich als erstes machen sollen.
So, ein Teamsprung auf dich. Oh, ne, die gehen gar nicht hoch, wenn man sie attackiert. Na gut, ich kann die ja ignorieren. Sobald die sich bewegen, tötet Rebella sie ja. Oh, da treffe ich alle. So, keinen Schaden fürs Team. Okay, die machen Hüpfangriffe. Nein. Free Kill. Ich habe zwar keine Möglichkeit, den da unten zu treffen, aber ich mach's trotzdem. So, den Feuerangriff gönne ich mir schon mal. Oh, der ist nicht tot. Viel zu leicht. Easy peasy. Wieder ein Item erhalten? Na gut, jetzt will ich aber erstmal den Spark hier hochboosten. So, den Stufen wir direkt auf 3. In den Sternentränken habe ich ja schon gesagt, die will ich mir so gut es geht aufheben. So, dich können wir noch aufwerten. Vielleicht brauchen wir dich ja irgendwann mal. So, und ihm habe ich die restlichen Sparks gegeben, weil er eh der Einzige ist, der jetzt gerade leveln kann. Warte mal, was für ein Schaden war der eine hier? Schockwellenschleim. Fügt Schockwellenschaden hinzu. Gib ich mal Rebella. Und das lasse ich Rabbit Luigi. Einem von 3 Quetschern. Dann mache ich jetzt hier den nächsten Quetscher. Ich nehme mal Rabbit Mario statt Peach. Vor allem, weil ich auch den Spark meiner Aktion erleben will. So. Keiner von denen stärkt jetzt mehr andere. Rebella, mach mal eben kurz, dass Mario gut da hochkommt. So, den gebe ich eine Raserei. Dann will ich noch Feuer oben drauf. Vielleicht bewegt er sich ja dann. Er bewegt sich. Die sind ganz knuffig. Machen wir das halt eben so. Ich hätte Rebella hochhelfen sollen. Naja, ein Goomba-Paar ist noch übrig. Ist jetzt nicht weiter schlimm. Es ist immer noch mystisch, wie ich jetzt gerade übrigens das Spiel. Und wieder ein neues Item. Keilerei am Wasserfall.
Okay, Leute, ich sehe Bonbons. Das kann nur erfolgreich ausgehen. Weg mit dir. Okay, da ist einer. Kann ich das ja so machen? Heldensicht. Und Attacke. Ach, das macht Schockwellen an sich, aber macht jetzt keinen Effekt auf meine Waffe. Warte mal, kann ich mehr als ihn treffen? Also fände ich das eine Verschwendung. Hier sind sehr viele von diesen Heinis. Das Gute ist aber, dass die offenbar alle in den Nahkampf ungefähr müssen. So, ich mache mir das. Und angreifen kann ich eh gerade keinen. Ach ja, es gibt ja noch die Röhren. Ey, da können die mal aufhören, alle eine Arschbombe auf ihn zu machen. Ist ja mega gemein. Vor allem die Geräusche, die sie von sich geben. So, bevor ich den Platzschaden mache, so nah wie möglich an die mit ran. Feuer frei! Das scheint sehr effektiv zu sein. Das rei. Und tschüss. Ich esse mal einen Pilz. So, ich kann noch. Die sollen ruhig in meine Nähe kommen, dann werden sie weggeschlitzt. Ich treffe die von hier oben nicht. Eventuell schaffe ich es bis zu denen rüber. Ja. So, Deckung ist egal. Schade, ich hatte gehofft, dass einer in die Nähe von Rebella kommt. Oder dass der überlebt, bei Mario bleibt. Minus eins. Autschen. So. Hier treffe ich keinen. Rebella? Dahinstellen? Hochhelfen. Hoppa! Hossa! Zacka! So. Zwei müssten wir noch besiegen. Hier ist einer. Die haben ein bisschen viel gefuttert. Ja, komm, dann mach ich den fertig. Und da kommt jetzt noch einer raus. Oh, da ist auch noch so ein Scharfschütze. Der Scharfschütze sollte aber wesentlich einfacher zu besiegen sein als der andere.
Was eben habe ich noch? Hier, Raserei. Zack. Naja, nicht ganz easy. Wir haben gerade ordentlich auf den Deckel ein bisschen bekommen. Ich glaube, das war's mit der Ecke, ne? Ja, viel mehr ist in dem Eck nicht. Jetzt müssen wir hier lang. Na dann, sprinten, Münzen sammeln, let's go. Und natürlich Kameraden heilen. Find's doof, dass das nicht prozentual ist mit dem Heilen. Ist hier noch eine Aufgabe? Ich habe da jetzt nicht drauf geguckt. Ja, mit den Heinis, die umnieten. So, da lang muss ich. Welche Taste war das nochmal? Machen wir eben kurz den Typen da unten fertig. Komm her. Okay. Haben eventuell leichtes Spiel hier. Ah, okay. Das ist nur ebenenbedingt. Das Rebellen heißt... Rebellen muss auf jeden Fall da runter. Genau wie Rabbit Mario. Dann mache ich jetzt so. Zack. Raserei geben. So nah wie möglich an die ran. Rebella gebe ich so eine Stütze nach unten. So, dann machen wir das so. Erstmal die Schockwellen. Und man dann noch die Sturmklinge. Kann ich den hier oben eine mitgeben? Nein, der ist gerade so aus dem Reichweitebereich. So, dich mache ich fertig. Und euch verkloppe ich. So, dann mache ich eine Kombination aus Heldensicht und Feuer. Sollte passen. Du willst einen Arschbomb auf mir machen? Da träumst du von. Easy. Und Level up. Oh, jetzt heißt es wieder 10 Jahre überlegen, was ich denen gebe. Bin dafür, dass die alle mal Bewegungsradius bekommen. Chance auf kritische Treffer machen wir bei Mario. Den Sturmklingenschaden will ich auf jeden Fall höher haben eigentlich. Bei ihr sparen wir uns den einen Punkt. Reichweite. Bei Luigi Bewegungsradius. So, und bei dem machen wir auch Bewegungsradius. Passt so. Und wieder eine Planetenmünze. Augen kaputt machen.
Das heißt, Leute nehmen, die viele Treffer austeilen können. Habe ich dann ja eigentlich schon gemacht, außer... Ja. So haben wir die Multigang. So. Spritzschaden drauf. Dann zeigt zweimal Peben. So, wir machen das Auge weg. Dann gehe ich auf Teamsprung, um ein bisschen weiter zu kommen. Spritzschaden. Ach, hättest du nicht von der Map fliegen können? Ja, spiel du mich auch. Geh mal so nah wie möglich ran. Nee, die Schockwelle lohnt sich nicht. Sobald du dich bewegst, bist du tot. Viel zu leicht. Autschen. Die machen Damage. Das erweitert meine Möglichkeiten. Ich kann noch ein bisschen. So treffe ich nämlich drei. Darunter ein Auge. So, die haben jetzt den Schaden von dem von der Schockwelle, wollte ich sagen. Auge ist wichtiger. So, zack. Und zack. So, ich bleib extra neben dir stehen. Du solltest nämlich ihn angreifen. Heißt aber nicht, dass es dir was bringen wird. So, ich habe den Sheet. Es ist toll, wenn die in Gruppen stehen. Eigentlich wollte ich damit jemand anderen anpeilen. Gib mir mal eben kurz Starthilfe. Perfekt. Ich gehe mal einen weiter nach da. Da treffe ich vier. So, Rabbit Mario kann hier rüber gehen. Teamsprung, damit ich ein bisschen mehr hier zur Verfügung habe. Wir nehmen natürlich den Spritzschaden. Zack. Ich hätte das bei der zweiten machen sollen. Minus eins. So, da treffe ich beide. Und runter mit ihr.
Und noch mal runter. Perfekt. Ich glaube, kein Gegner mehr da. Doch, da oben ist noch einer. Aber der trifft nicht. Kann ich die grätschen? Nein. Geschafft. Und noch eine Planetenmünze. Okay. Wir haben jetzt ein paar Punkte hier befreit. Haben noch eine Seite gefunden, der Pfad auf dem Maskenberg. Beim nächsten Mal gehen wir dann hier lang. Erkunden ein bisschen. Wir haben ja jetzt sehr gut was erkundet. Und ich würde dann jetzt an dieser Stelle sagen, dass der Part heute vorbei ist. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, ein Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.